Lisa Maria Potoff und Joe Jackson. Gleich in der Harald Schmidt Show. Jackson, gleich bei uns zu Gast, meine Damen und Herren. Und ich konnte die Bärchentasse wieder finden, denn gemeine Diebe hatten sie gestohlen, aber ich weiß, wer es war und ich habe ihn überführt anhand von Fingerabdrücken auf dem Kaffeepulver. Mein heutiger Gast ist eine wunderbare Schauspielerin, nominiert gewesen für den Bayerischen Fernsehpreis, demnächst zu sehen im Romantic Movie Blutadler. Bei uns im Ersten, herzlich willkommen, Lisa Maria Potoff. Kann das sein, dass ich die Musik nicht kenne? Ist das die Musik, die in Bezug steht zu einem Film von dir? Oder? Ja, ich war allerdings 19 Jahre alt. Was war das? Eine Liebesgeschichte, ich glaube, fürs ZDF, wo ich mit meinem Love Interest, wie wir sagen, Tango tanze. Und das war das? Das ich war meine, die Musik? Ja. Also. Oder warum habt ihr die gespielt, Herr Helmut? Ihr habt es doch gerade gespielt, ja, oder? Ja, ich habe es gespielt. Oder also mir wurde gesagt, ich höre gerne Tango. Weil es mich direkt an Lisa Maria erinnert hat, weil ich weiß, dass sie Tango gerne tanzt. Und, ja, verstehe. Das ist von Astor Piazzolla toll, gewesen. Toll, das ist gleich so eine ganz andere Atmosphäre. Deswegen habe ich diesen schönen... Du tanzt gerne Tango? Ich tanzte gerne Tango. Also ich habe mal die ganze klassische Tanzschulausbildung durchlebt. Ja? Und jetzt nicht mehr? Nein. Aber ich meine, tanzen, das hat man doch im Blut, das hört man doch nicht auf, das ist sowas fürs Leben. Ja, ich tanze auch noch gerne, ja. Aber es wäre jetzt, wenn du jetzt sagst, hier komm, wir machen mal einen Tango, ja. Käme ich ins Rudern. Ich kann das gar nicht. Ich konnte früher ganz gut tanzen, aber jetzt fehlen mir Bänder. Ich habe gerade zugehört. Ja, wie sieht es bei dir aus? Mit Krankheiten wie Wehchen, bist du da gefährdet? Du kommst aus einer Arztfamilie, habe ich gehört, ja? Ich habe generell ein Problem mit Menschen, die Wehwehchen haben. Ah, das gefällt mir sehr gut. Also du bist so ein Eisen... Ich wurde gestählt dadurch, dass ich Arztkind bin. Wirklich? Und ja, es ist ein hartes Schicksal. Du bist wahrscheinlich kein Arztkind, ne? Nein, überhaupt nicht. Weil, also Arztkinder untereinander, die wissen, was sie für eine Karriere durchlaufen haben. Es ist eine ziemlich taffe Kindheit. Also wenn du irgendwie bei uns zu Hause warst oder dir was gerissen, angeschnitten, bei uns gab es nichts. Was? Pflaster? Nein. Was? Nein. Das klingt ja direkt nach Gefühlskälte gegenüber den Mitmenschen. Dass man irgendwie sagt, ein Mensch geht schlecht und man sagt, stell dich nicht so an und geht aus der Tür. Nee, meine Mutter war bis 18 Uhr Allgemeinmedizinerin in der Praxis. Um 18.05 Uhr, dann irgendwann war halt mal Ruhe im Karton. Ja. Und ich kam hier, siehste? Ja. Habe ich mir die Fingerkuppe mal... Als Kind. Als Jugendliche und kam nach Hause und habe gesagt, ich habe mir die Kuppe abgeschnitten. Ja. Dann war Klopapier rum und ja, wird schon nicht so schlimm sein. Und, hat es dir geschadet? Nein. Nein. Aber deswegen, ich habe es so übernommen. Also wenn mein Mann oder Männer generell ja gerne martialische Laute ausstoßen, wenn sie krank sind. Also gerne mal der kranke Husten, machst du das auch? Der kranke Husten? Ja, also der Männergrippe Husten. Nee, der ist so. So, also einfach abhusten, geht nicht. Ja. Ist klar. Oder auch, wenn mein Mann einen Nagel reinschlägt. Der kommt mit dem Werkzeugkasten, so ein Werkzeugkasten. Ja. Und dann wird der Hammer. Also es wird alles mit martialischen Tönen unterfüttert, wo ich mich immer frage, kannst du nicht einfach einen Nagel reinhauen, stumm? Nee, aber und das so ist schon, auch mit Krankheit. It's a man's world. Also wir Männer werden natürlich als Kinder daraufhin abgerichtet, jetzt die neue Generation nicht mehr, aber so jetzt ich, die im Grunde ziemlich Nachkriegsgeneration, da war schon noch dieses... Weil ihr harte Männer sein sollt. Weil man sagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz, obwohl wir nicht mal einen Indianer kannten. Ja, also das war so, eine ganze Volksgruppe wurde diffamiert, um dem Kind, dem männlichen Kind, Tränen zu verbieten. Und das heißt, ihr lebt deswegen eure schwache Seite aus, wenn ihr mit Grippe zu Hause seid? Dass ihr irgendwie von oben runterkommt, fiebernd, oder sagen wir erhöhte Temperatur, 37,9, das wird ja dann als starkes Fieber empfunden. Ja. Und dann kommt man runter und sagt, Nee, so bin ich nicht. Nee. Also bei mir ist dann eher so halt... Mein Mann ist auch nicht dass man sich schnell nochmal kathetern lässt oder so, wenn man das Gefühl hat, mir strahlt da irgendwas in den rechten Fingernagel oder so. Ja. Was ist dieser Film Blutadler?
Ja, es ist kein Romantik irgendwas, was du gesagt hast. Ich dachte Blutadler, das heißt so irgendwie, ja, ich schieße für dich den Blutadler. Aber das wäre ein Film mit Christine Neubauer. Aber was ist der Blutadler? Das klingt blutig. Es ist ein... Was man nicht richtig, ja, genau. Es ist ein, ohne Spucken zumindest, ein Thriller. Und wir sind harte Cops. Deswegen verletzt mich das so, wenn du das sagst. Weil es ist wirklich, wir sind keine Polizisten, sondern wir sind Cops. Ihr seid Cops. Und sag mal, haltet ihr den Revolver quer? Ich sehe das jetzt immer in unseren Filmen. Der Revolver wird immer so gehalten, ja? Ich wollte so gerne. Ja, das ist albern. Natürlich musste, ja, aber es ist so, zum Thema martialische Geräusche. Ja. Weil das fand ich wiederum auch toll, weil ich habe so eine Schlussszene, wo ich dem Täter auf der Spur bin. Und wir haben am Hamburger Bahnhof gedreht und ich bin unten durch die Katakomben mit einer schusssicheren Weste, so einem Ding im Ohr. Ja. Und dann hier so Walkie-Talkie. Ja. Und Knarre, was noch, also diese volle Montur, die so diese SEK-Leute haben und so. Und dann musste ich runtergehen und eben natürlich auch Anspannung, weil der Täter mir auf der Spur ist und das ist wirklich sehr spannender Film. Und dann muss man und das macht total Spaß. Es ist wie auf dem Spielplatz, wenn man Räuber und Gendarm gespielt hat. Ja. Kennst du das? Oder die einen waren die Cowboys, die anderen Indianer. Ja. Und dann, ja. Und du jagst aber den Täter. Oder nicht? In dem Moment glaube ich, den Täter zu jagen. Das könnte auch sein, man geht in Köln um 2 Uhr nach Hause nachts. Ja, als Frau ohne männliche Begleitung. So habe ich mir das auch versucht vorzustellen. Man macht ja immer so, man gibt sich ja selbst so Bilder, um die Situation emotional zu füllen. Und ungefähr so war das. Und du hast dich ja schon in unterschiedlichste Rollen. Ist das in dem Film, wo du einen Mann zusammenschlägst? Das war der Vorgängerfilm in Wolfsfährte. Das ist ja eine lose Reihe. Ja. Die Romane von... Jetzt weiß ich immer den Namen nicht. Craig Russell. Ich verwechsel immer mit Russell Crowe und dann komme ich immer durcheinander. Russell Crowe hat sich von seiner Frau getrennt, hast du gehört? Nein. Ja, Russell Crowe spielt gerade Noah. Und, Von der Arche. Und sie drehen in Island und die Tochter spielt Emma Watson aus Harry Potter. Okay. Hermine aus Harry Potter und als er die Tiere in die Arche schob, fiel er auf, dass er für seine Frau keinen Platz mehr hat, haben die getrennt. Ja, Russell Crowe. Craig Russell, du könntest aber auch einen Hügel machen und wir sprechen es drauf. Okay. Unser Sprecher, der hat alle Stimmen drauf, die man braucht. Super. Craig Russell. Aber es ist dir noch eingefallen. Ich hoffe, es ist korrekt. Craig Russell, ich weiß, ich habe es gelesen. Okay, ja. Wirklich? Ich habe es im Briefing gelesen. Ach so, im Briefing. Die Romane. Ja, hätte ja sein können. Schon, aber liest du viel? Ja. Was liest du am liebsten? Also ich bin wirklich, das klingt so doof, es zu sagen, aber ich bin manische Spiegelleserin. Auch wenn ich mich ganz viel darüber aufrege. Das ehemalige Nachrichtenmagazin, oder wie? Das Meinungsmagazin. Ja, ja, die Meinungsführer aus Hamburg. Ja. Und welche Artikel liest du da am liebsten? Leute. Nein, wirklich. Also ich lese es von vorne bis hinten durch. Ach toll. Ja, und mein Mann hat mir jetzt ein Abo geschenkt, was total liebevoll ist, aber es macht mich fertig, weil dann kriegt man ihn erst am Montag. Ja. Und ich gehe gerne am Sonntag schon zur Tankstelle und hole ihn. Gibt es das schon bei euch an der Tanke? Ab 17 Uhr? Echt? Deutschlandweit. Nicht überall. Nein. Ja, aber bist du doch die neue Generation. Hast du es nicht als App oder als E-Paper? Natürlich habe ich eine App, aber das Spiegel Online habe ich immer das Gefühl, ist anders. App ist wieder was anderes. Ja. Nee, dann habe ich keine App. Nein. Daumen so. Ach so, nein, habe ich nicht. Ja.